Okay, dann gehen wir gerade mal hier hin. So, wie cool die einfach mal aussehen. Aber die haben ja gar kein Wasser, merke ich gerade. Doch, da hinten, glaube ich. Ich habe keine Ahnung. Können wir hier sonst noch irgendwas machen? Nein. So und so. So und... So, vielleicht? Warum können wir nicht... So... Dr. Harding? Ja? Östliche... Oh. ich nehme gerade mal die... Es ist ein Display und es dient der Wissenschaft. Das heißt, wir machen gerade mal die Paarung. Sie müssen für mich die Lautsprecher im Osten aktivieren, bitte. Im Osten? Okay. Denken Sie wirklich, dass Sie aus dem Park später ein Reservat machen werden? Wie Mr. Yoda behauptet hat? Was den Aufsichtsrat anging, hat er eindeutig gelogen. Aber es hat mich zum Nachdenken gebracht. Es ist ein gewaltiger Rückschlag für Injin. Vielleicht sind Hammonds Tage als Geschäftsführer bald gezählt. Okay. Dann... Also wir müssen sie aus den... Dr. Harding? Ja? Aktivieren Sie den Warnruf! Es bringt... es bringt aber alles nichts fix. Machen wir gerade mal... den hier. Und den hier... Ich weiß gar nicht, ob das funktioniert. Ich habe keine Ahnung. Soll ich nochmal erklären, wie die Lautsprecher funktionieren? Ja, bitte. Ja, bitte. Die Lautsprecher im Westen des Geheges können einen Fütterungsruf der Parasaurier abspielen, der die hungrigen Saurier anlockt. Die östlichen Lautsprecher spielen einen Paarungsruf ab, der die amorös eingestellten Saurier anlockt. Der große Lautsprecher in der Mitte spielt einen Warnruf ab, der die Dinos von ihm wegscheucht. Ah, okay, wir müssen jetzt also einen Fütterungs-Dings machen, um hungriger Saurier anzulocken. Okay. Oder? Wir versuchen es gerade mal. So. Dann gucken wir gerade mal, ob das überhaupt auch funktioniert. Das ist nämlich die andere Frage. Also das Tor ist offen. Und dann gehen wir jetzt mal hier hin. Lautsprecher Dr. aktivieren. Harding? Ja. Nahrung. Die westlichen Lautsprecher bitte. Hat das funktioniert? Verstehen Sie das jetzt nicht falsch, aber ist das nicht total sinnlos? Die werden doch eh bald gefressen, oder? Ein paar von ihnen ja. Aber andere werden sich anpassen, neue Lebensräume finden, sich paaren und die Art erhalten. Besser als in diesem Gehege zu sterben. Aber sie können sich nicht paaren. Dad hat gesagt, dass es alles Mädchen sind. Nun, bei so etwas kann man sich nie zu 100% sicher sein. Okay, jetzt sind sie hier. Jetzt nehmen wir gerade mal die beiden hier, also... So, dann machen wir jetzt gerade mal noch den hier unten an. Und dann gucken wir mal, ob es funktioniert. Ich weiß es gar nicht. Dann gehen wir hier hin und hier hin. Dr. Harding? Ja? Und...
Ja, mach nochmal die Lautsprecher im Osten. Also, was ist mit Ihrem Assistenten passiert? Darüber sollten wir nicht jetzt reden. Haben Sie lange mit ihm gearbeitet? Ist nicht wichtig. Oh. Er war ein wunderbarer junger Mann. Und ich bin traurig. Wirklich. Aber ich muss mich hierauf konzentrieren, sonst werden diese Tiere auch sterben. Gefangen hinter den Mauern, die wir gebaut haben. Verstehst du? Ja, schreckliche Sache, sowas. Dann versuchen wir jetzt einfach nochmal den Warnruf vielleicht. Ja. Aktivieren Sie den Warnruf. Der stand da doch vorher gar nicht. Jetzt. Oder? Ich weiß es gar nicht. Endlich zieht fort und mehret euch. Du bist ziemlich gut darin. Vielleicht wird aus dir nochmal eine Verhaltensforscherin. Das kann schon sein. So, jetzt ist aber... Ist jetzt nur einer draußen? Ja, nur einer. Dann was ist jetzt mit den anderen? Dann Dr. machen wir Harding? Das eben nochmal. Ja. So. Aktivieren Sie den Warnruf. Der ist... Oh. Wieso hat sich der da nie bewegt? Wiese, da sorgt dafür, dass die anderen in Sicherheit sind. Sogar wenn sie einen Warnruf hört? Der Wachposten gibt den Warnruf von sich. Wenn Raubsaurier in der Nähe sind, bleibt sie an Ort und Stelle und lenkt die Aufmerksamkeit auf sich. So. Wir müssen aber alle rausbekommen, ne? Das heißt, da machen wir gerade nochmal die zwei. Ich hab... Da hinten habe ich irgendwas gehört. Aber das kann doch... Das kann doch nicht der T-Rex sein, oder? Kann es der T-Rex sein? Bin mir gar nicht so sicher, ehrlich gesagt. Dr. Harding? Ja? Wir hatten die Nahrung, ne? Die westlichen Lautsprecher, bitte.